Da treffen sich zwei dieser uns bekannten Planeten, sagt der eine zum anderen, du siehst aber gar nicht gut aus. Und die Antwort, ja, mir geht es auch nicht gut, ich habe Homo sapiens. Worauf die zynische Erwiderung kommt, mach dir keine Sorgen, denn das geht schnell vorbei. Und warum geht es schnell vorbei? Weil wir ursächlich sind für das, was wir hier eigentlich zu schützen haben, unser Klima und dessen Veränderung. Damit es uns vielleicht hoffentlich noch lange geben kann, sind bestimmte Bedingungen notwendig. Ohne diese Bedingungen kein Leben auf dieser Erde. Und wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, wir hören es in den Nachrichten, wir sind dabei, dieses Klima so stark zu belasten und zu verändern, dass dieses Leben auf der Erde möglicherweise bald nicht mehr in der Qualität wird machbar sein wie im Moment. Und als Architekt beschäftigt mich das schon lange. Und mich beschäftigt vor allem die Frage, was kann man dagegen tun, baulich tun. Und man kann eben baulich dagegen enorm viel tun, zum Beispiel Passivhäuser bauen. Und was das bedeutet, werde ich jetzt mal ganz kurz aufreißen. Diese grüne Linie hier bei dieser Nulltemperierung, das ist die Oberflächentemperatur auf der Erde. Und zwar egal wo jetzt, in welchem Land, in welchem Kontinent, sondern so über alles gemessen. Wenn ein ausgeglichenes Klima herrscht, ein für uns lebbares Klima, dann haben wir diese Nulllinie idealerweise. In den letzten 1000 Jahren, hier ist es ein bisschen aufgetragen, sind wir auch nur ganz geringfügig davon abgewichen. Vor 200 Jahren bei der letzten kleinen Eiszeit oder 300 Jahren waren wir so irgendwo im Bereich minus ein Zehntel bis drei Zehntel Grad. Also wirklich geringste Abweichung und trotzdem war das schon eine Eiszeit. Die schwarze Linie, also so in den Anfang oder Vor ungefähr 150 Jahren hat man mit ernsthaften Temperaturmessungen, die anderen Aufzeichnungen, das sind alles aus Eissonden, die gebohrt wurden und wo man rekapituliert hat, welche Temperaturen das geherrscht haben. Aber seit gut 150 Jahren hat man Messungen, konkrete Messungen. Und diese schwarze Linie, das ist, was wir aktuell verursachen. Und da braucht man nicht viel dazu sagen, man sieht es einfach an dem Chart, da stimmt irgendetwas nicht. Und das Ganze ist hauptsächlich verursacht durch die Disbalance zwischen Einstrahlen der Sonnenenergie, also Wärme, die halt bei uns verbleibt und nicht mehr ausstrahlen kann, weil wir diese Atmosphäre belasten. Das ist eigentlich schon alles. Das ist natürlich viel komplexer, aber im Grunde geht es darum, wie können wir diese Balance wiederherstellen? Können wir es überhaupt oder ist es schon zu spät? Zum Thema CO2 oder Treibhausgase sind ja nicht nur CO2, es ist vor allem auch Methan und so Sachen. Hat man ja in Kyoto, das war die erste Weltklimakonferenz, ein hehres Ziel gesetzt und hat diese Jahreszahl 2012 als den Rettungsanker der Zukunft geworfen und hat da gesagt, bezogen auf 1990 sollen die Treibhausgase, der Ausstoß der Treibhausgase um 20% reduziert werden und wenn wir das schaffen, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das haben alle so gesagt und haben in die Hände geklatscht und sind nach Hause gegangen und haben nichts gemacht. Außer ein paar Gesetzen, ja, auch lokale Gesetze, aber in der Umsetzung haben die dann doch nicht so gegriffen. Und dann hat man sich irgendwann wieder getroffen, das war dann in Bali letztes Jahr, glaube ich, und hat dann festgestellt, Mist, das mit dem Kyoto-Protokoll, das kriegen wir nicht so ganz hin. Dann machen wir es doch gleich noch besser. Dann gehen wir noch ein paar Jahre weiter, 2020, da gibt es die Erde auch noch. Und weil wir die -20% verpasst haben, machen wir gleich -40%. Super Sache. Jetzt stehen wir da bei 2009 und aussehen tut die Sache so. Sehr vereinfacht dargestellt, aber in etwa sieht sie nach wie vor so aus, obwohl alle Politiker und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, das gerne anders hätten. Aber unser Ausstoß ist nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, er steigt dramatisch an und die Wahrscheinlichkeit, dass er ordentlich zurückgehen könnte, ist eigentlich nicht wirklich gegeben. Und wir neigen ja, also sage ich jetzt mal als Vertreter von uns Deutschen, dazu, die Finger ganz schnell auf andere zu richten, wenn es um Umweltverschmutzung geht und sagen dann, ja, die Schwellenländer. Die Schwellenländer, Indien und China, die vermehren sich wie die Ratten und die bauen alle 4 Wochen ein neues Kraftwerk, aber ein Kohlekraftwerk und die verschmutzen ja diese ganze Welt. Und die sollen doch erstmal, ja, dann machen wir Emissionshandel und was weiß ich alles und so. Tatsache ist, dass zum Beispiel China und Indien, das ist noch relativ aktuell, mit einem Pro-Kopf-Ausstoß von 1 Tonne und 3 Tonnen ganz am Ende der Verschmutzerliste stehen.
bekanntermaßen die Industrieländer, also USA, Australien, so ziemlich weit oben, aber wir mit 10 Tonnen pro Kopf, also jeder von uns emittiert 10 Tonnen CO2 pro Jahr, doch ziemlich weit oben. Und zwar deutlich weiter, als uns Klimaschützer Glauben machen wollen und wie es auch in vielen, vielen Veröffentlichungen seriös dargestellt ist, dass nämlich weltweit ein maximaler CO2-Ausstoß von 3 Tonnen pro Kopf überhaupt erreicht werden darf oder emittiert werden darf, wenn diese sogenannte 2-Grad-Grenze nicht überschritten wird. Und die 2-Grad-Grenze ist sozusagen der Point of No Return. Also Point of No Return ist da, wo es nicht mehr zurückgeht. Vor 30 Jahren bin ich nach Kalifornien gefahren und habe die Nose geklettert und da gab es auch einen Point of No Return. Denn es war nämlich da, wo das Ding so steil wurde, dass man immer runterseilen konnte. Wenn man da drüber war, dann musste man einfach den Rest auch noch schaffen. Und so ist es mit dieser 2-Grad-Grenze. Wenn wir von dieser vorhin von der grünen Linie aus uns 2 Grad nach oben bewegt haben, sagen alle, dann wird es automatisch wärmer. Dann können wir sozusagen alles vergessen. Dann können wir auch imitieren, so viel wir wollen. Dann ist diese Erde nicht mehr zu retten. Dann wird sich das Ganze erwärmen in einem Bereich, wo wir nicht mehr auf dieser Erde werden leben können. Also das ist kein Spaß. Und von diesen 2 Grad haben wir schon über 1 Grad verbraucht. Zwischen 1,2 und 1,4 Grad werden da aktuell gehandelt. Also es bleibt wirklich nicht mehr viel. Und wenn wir uns das mal vorstellen, ein praktisches Beispiel, wir haben im Mittel jeder von uns 10 Tonnen CO2 zu emittieren im Moment pro Jahr und wollen auf 3 Tonnen runter. Wenn Sie einmal von Stuttgart nach Malle fliegen, dann kostet Sie das vielleicht nur 200 Euro, aber allein dabei hin und zurück verbrauchen Sie 1,7 Tonnen CO2. Einmal in Urlaub geflogen nach Malle, schön da, war ich auch schon oft. Also wir müssen einfach unser Leben umstellen, wir müssen unsere Lebensweisen umstellen und vor allem unsere Häuser umstellen. Denn Gebäude in Deutschland oder in ganz Europa verursachen, ich glaube weltweit ist es fast gleich, über 60% des CO2-Ausstoßes, was ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dort ist eine mächtige Chance, Klima zu schützen und CO2 zu reduzieren. Die 7 Klimafeinde mal ganz schnell durch. Der Individualverkehr gehört ganz sicherlich mit dazu. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen parat, aber da wissen wir alle, dass dadurch enorme Mengen Klimagase, Treibhausgase in die Atmosphäre geschickt werden. Ebenso beim Flugverkehr. Auch unsere Ernährung sollten manche vielleicht zumindest überprüfen. Da gibt es auch die Kühe zum Beispiel, die unglaubliche Mengen Methangas ablassen. Ja. Also Methangas ist ungefähr 2-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid. Also da muss man drüber nachdenken. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt sind wirklich wir. Wir, die wir immer wieder, ich höre das ja, seit ich Vorträge mache und Messen besuche und so weiter, immer wieder, ja, rechnet sich das und ach, ist das alles so umständlich. Gestern stand ich da draußen auf der Straße, kam der Nachbar vorbei, sagt, Mensch, toll, was Sie mit dem Haus machen da, aber es ist ja alles Blödsinn, weil Energie gibt es ja genug. Er hat ja recht, es gibt genug Energie, nur welche Form von Energie? Es gibt genug Sonnenenergie. Es ist nur die Frage, wie wir die in diese Energieformen überführen, die wir eigentlich dann noch klimaneutral verwenden können. Also Photovoltaik und thermische Solaranlagen, sicherlich eine super sinnvolle Sache. Aber wenn mir jemand sagt, Energie gibt es genug, ja, ist alles nur eine Frage, ob wir mit den Russen auskommen oder so, dann ist er wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Also ich denke, das Thema sind wir selbst. Wir, die wir immer sagen, es muss sich alles rechnen. Ja, Klimaschutz muss sich nicht rechnen, Klimaschutz ist ein ganz eiskaltes Kalkül dieser Zeit. Wer heute keinen aktiven Klimaschutz betreibt, hat kein Recht, hier sich auf dieser Erde noch länger aufzuhalten. Das ist meine These.